Nächster Redner ist Reinhold Einwallner aus Hörbanz in Vorarlberg. Er ist Sprecher für innere Sicherheit der SPÖ, vom Beruf Augenoptiker. Danke, Frau Präsidentin, sehr geschätzter Herr Bundesminister, meine Damen und Herren. Ja, der Kollege Gerstl hat schon angesprochen, diese Vorlage, diese Regierungsvorlage, die wir jetzt behandeln, dient der Verbesserung des EU-Außengrenzmanagements auf der einen Seite, aber natürlich auch der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Kriminalität generell und die Bekämpfung des Terrorismus. Es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, gegen einen sehr wirksamen, effizienten Informationsaustausch auf europäischer Ebene, und das unterstützen wir auch. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, dass wir immer dann, wenn große Datenmengen gesammelt werden, gespeichert werden, ausgetauscht werden, auch sehr vorsichtig sein müssen, wie mit diesen Daten vorgegangen wird. Und daher haben wir uns die Entscheidung der Zustimmung heute auch nicht ganz einfach gemacht. Wir waren im Ausschuss noch sehr skeptisch und kritisch, haben uns aber entschlossen, die Vorlage mit zu unterstützen, und werden das heute hier im Plenum auch mittragen. Warum müssen wir vorsichtig sein mit einer Datensammlung, die eine Dimension annimmt, die wir ganz schwer einschätzen können, ist, weil ich glaube, dass damit suggeriert wird, dass das heißt, mehr Daten bedeutet mehr Sicherheit. Und das ist ein Trugschluss, den wir nicht aufsitzen dürfen. Es führt nämlich nicht automatisch zu mehr Sicherheit. Und wenn wir uns genau eben von den Vorrednern wurde es erwähnt, im vorigen Tagesordnungspunkt, aber auch im jetzigen, das Feld der Terrorbekämpfung anschauen, ist es nicht unser Hauptproblem, dass wir Attentäter, die dann auftreten, dass wir die überhaupt nicht am Schirm haben und nicht in unseren Datenkanälen haben. Ganz im Gegenteil, meistens ist die Erkenntnis nach einem Terrorattentat, dass der Täter sehr wohl schon bekannt war, aber trotzdem der Anschlag nicht verhindert werden konnte. Und da ist es umso wichtiger, dass es nicht nur die Sammlung der Daten gibt, sondern natürlich, dass die Analyse der Daten ganz, ganz entscheidend und wichtig ist. Und diesen Informationsaustausch braucht es dann eben nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auch auf nationaler Ebene. Und da haben wir noch Hausaufgaben vor uns, die wir erledigen müssen. Denn in der Nachbetrachtung zum 2. November 2020 haben wir feststellen müssen, dass es vor allem an Kooperation gefehlt hat, an Koordination gefehlt hat und schlussendlich auch an Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Behörden. Und das gehört endlich verbessert. Und das müssen wir national regeln. Und ich erwähne es zum wiederholten Mal. Ich glaube, wir können das Thema nur gut auflösen, wenn wir endlich ein Terrorismusabwehrzentrum installieren und umsetzen, weil das wird die Lösung sein, dass wir hier diese Informationskanäle dementsprechend auch synchronisieren und so möglichst Anschläge, wie wir sie letztes Jahr erleben müssen, verhindern können. Dankeschön.